Moin Leute, herzlich willkommen zu einer Halloween-Special-Folge vom Autohändler-Simulator. Denn es gibt ein richtig geiles Halloween-Event im Autohändler-Simulator. Und zwar, yay, auch ganz wichtig, wenn ihr selber das Spiel habt, startet unbedingt dieses Event. Das gibt es, glaube ich, nur noch circa 2 Tage lang. Und wenn man diesem Typen hier 30 Kürbisse bringt, dann bekommt man ein super, super seltenes Auto. Und zwar im Halloween-Look. Das wird man, soweit ich weiß, danach auch nicht mehr bekommen können. Deshalb, Leute, lasst euch dieses Event nicht entgehen. Ich werde das heute auch auf jeden Fall durchballern. Denn, genau, wir müssen ihm 30 Kürbisse bringen. Einen habe ich hier vorne schon gefunden. Das Ding ist, wir brauchen jetzt noch 29 andere. Die, da vorne sehe ich schon einen, die überall auf der Map versteckt sind. So, wir fahren mal hier so ein bisschen hin. Ich habe auch richtig gruselige Stimmung gemacht. Hier, guck mal, Paletto hat einfach das Facecam-Licht. Das ist aus. Oh, guck mal, hier sind direkt 2. Ist hier noch mehr am Start? Nee. Warte, kann ich hier einfach hochspringen? Zack, Alter. So, easy going. Und falls ihr euch fragt, Paletto, was trägst du denn hier für eine Jacke bei... Oh nein, es wird dunkel. Angeblich... Da! Sag mal, wer bist du denn? Guck mal, seht ihr das? Einfach ein fliegendes Auto. Das ist ja cool. Und zwar, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ab dem 1., also morgen, 20 Uhr, gibt es die Mini-Mini-Evil-Reflektorjacke, damit ihr gut durch die dunkle Jahreszeit kommt. Denn wenn, ich zeige euch das mal kurz, wenn ich angeleuchtet werde, dann zum Beispiel von einem Auto, keine Sorge, ihr seid perfekt sichtbar. Whoop. Alter! Paletto ist hier mega am Leuchten. Wir haben die Jacke auch komplett customized. Hier ist ein E für Evil. Hier ist das P für Paluten. Hier ist halt dieser kleine Mini-Mini-Evil am Start. Und wir haben auch, hier sieht man, das komplette Innenleben ist halt mit dem Mini-Mini-Evil-Stoff bezogen. Und dann haben wir hier unten noch so ein Patch. Ich würde aber sagen, wir machen wieder Licht aus für ein bisschen gruselige Stimmung. Denn wir wollen Kürbisse sammeln. Oh, da vorne ist auch direkt schon einer. Aber ich würde sagen, wir fahren lieber nach Hause, oder? Weil ich habe irgendwie so ein bisschen... Wow, aber nachts sieht man die schon richtig gut. Aber nee. Wir machen das lieber tagsüber. Nicht, dass wir jetzt hier gleich irgendwie erschreckt werden. Also wie gesagt, Leute, ballert das Event, wenn ihr das Game selber habt. Gerade wenn ihr auch jemand seid wie ich, der gerne Autos sammelt in dem Spiel, dann wäre es so schade, wenn man da einfach, ja, zu spät kommt und dann das Event nicht fertig machen kann. Boah, hier müssen doch auch... Ja, da vorne sehe ich einen Kürbis. Wir müssen uns auf jeden Fall merken, wo wir sozusagen schon überall waren und wo nicht. Alter, guckt euch den an. Ja, von dir will ich kein Auto kaufen, tut mir leid. Ist in unserem Haus nicht hier auch irgendwo? Nee, aber hier ist kein Kürbis. Ich hätte mir vorstellen können, dass in meinem Haus auf jeden Fall einer ist. Ah, guck mal. Hinterm Haus. Zack. Okay, wir sollten auf jeden Fall hier einmal die komplette Nachbarschaft abgehen. Ja, du siehst echt cool aus. Also muss ich sagen, da haben die schon echt viel Arbeit rein investiert. Dafür, dass es nur so ein kleines Event ist für ein paar Tage, ne? Guck mal, da vorne ist auch noch einer. Weil hier die ganzen verschiedenen Skins. Alter. Geht ihr heute los und holt ein bisschen Süßigkeiten überall? Trigger Treat. Mann, ich hab doch keine Süßigkeiten. Okay, wir haben auch sogar schon 6 von 3. 6? 22. Oh, Alter, wer bist du denn? Leute, was ist denn bei euch los, Alter? Oh ja, da sehe ich einen. Kann ich über den Zaun springen? Nee. Das Gute ist auch, ihr könnt ja jetzt easy going, wenn ihr selber das Game daddelt und keine Lust habt, wirklich überall nachzugucken, könnt ihr einfach bei Paletto jetzt schauen, wo sie alle sind. Oh, guten Tag, Ma'am. So, 8 von 30. Boah, Alter, das ist ja schon... Kriege ich jetzt schon mein Auto? Nee. 22 mehr. Also ich würde sagen, hier haben wir definitiv alle Kürbisse jetzt abgefarmt. Dann lass uns jetzt mal ins Büro. Oh, okay, was ist denn hier passiert? Was ist mit meinem einen Truck passiert? Warum ist der umgekippt? Okay, ich kann mir vorstellen, dass da drin nichts ist. Aus dem einfachen Grund, ja, das macht... Ah, da vorne sind auf jeden Fall welche. Gar keinen Sinn. Weil die wissen ja nicht, wo jeder seine einzelnen Wände platziert hat. So, hier haben wir direkt noch einen. Boah, ich bin so gespannt, welches Auto wir bekommen. Es wäre halt geil, wenn man eins von den super seltenen bekommt. Aber es kann, soweit ich weiß, jedes Auto sein. Aber dann halt jedes Auto mit diesem krass seltenen Skin. Boah, das wäre natürlich so geil. Wenn wir einmal Glück haben im Game. So, zack, haben wir schon 12 Stück. Oh ja, hier ist noch einer. Ja, wir haben fast schon gleich die Hälfte.
Das ist auf jeden Fall geil. Dann lass uns jetzt mal zur Tankstelle. Oder nee, lass zum Automarkt. So, nochmal ein. Ach, guck mal, das sind ganz normale Menschen, aber die Verkäufer sind alle solche Freaky-Typen. Obwohl, vielleicht haben die sich auch einfach nur verkleidet. Oh Gott, ich hasse Clowns. Es tut mir leid. Ey, falls ihr selber Clown seid, no front an euch. Aber ich finde Clowns so gruselig, Mann. Selbst die netten Clowns. Einfach gruselig. Schreibt jetzt mal bitte in die Kommentare. Welches Auto glaubt ihr, bekommen wir? Kriegen wir ein Ferrari oder so ein richtiges Lumpenauto? Würde mich mal interessieren. Ich bin natürlich positiv. Ich hätte natürlich am liebsten, ich glaube, ich hätte gar nicht am liebsten den Ferrari, sondern am liebsten den Nissan. So das schnellste Auto im Spiel nochmal als super seltenen Skin zu haben. Das wäre schon mega geil. So, hier haben wir jetzt auch alle. Ja, dann müssen wir nochmal da hinten zu den Rennen. Ah, lass uns nochmal zur roten Bar. Hier wird auch auf jeden Fall einer sein. Wahrscheinlich irgendwo hinten durch. Keiner? What? Doch, dann bestimmt hinterm Haus. Ah, guck mal hier. Hätte Paletto beinahe übersehen. Achso, es gibt gar keinen so richtig hinter der Bar. Krass, es sind aber noch 12 Stück irgendwo auf der Map verteilt. Beim Container waren wir schon. Lass mal zur Nachbarschaft, weil da kann ich in mein eines Auto steigen. Ja, ja. Der ist auch super gut zum Suchen. Ist hier einer hinter? Nee. Dann lass mal jetzt richtig schön auf die Jagd gehen. Also wir wissen... Oh, hier. Guck mal, den haben wir sogar übersehen. Oh, da müssen wir natürlich jetzt so ein bisschen gucken, dass wir... Hallo? Im Grunde genommen alles abfahren. Hinter jedem freaking Haus könnte einer sein. Ja, hier so bei den... Ja, hinter der Sprungschanze, da habe ich schon einen... Oh, gesehen. Bei der Auktion waren wir auch noch nicht. Und bei den Rennen. Zack, hier hinter. Ja, ich... Boah, Alter, diese Kamera. So, hier. Da ist doch auch einer. Bestimmt dahinter. Jawoll. Guck mal, die wissen schon, dass die Leute immer auch dahinter rumfahren, um bei den Auktionen zu betrügen. Finde ich immer noch interessant, dass sie es noch nicht gefixt haben. So, hier hinterm Haus. Ja, sehr geil. Krass, 8 Stück nur noch. Batz, Junge. Also so sehr ich enttäuscht bin darüber, dass es in letzter Zeit so wenig neue Autos und so weiter gibt, muss ich sagen, finde ich das Event echt cool. Ist einfach eine schöne Idee. Und vor allen Dingen auch das mit dem seltenen Auto. Damit kannst du mich halt einfach echt gut locken. Oh ja, stimmt, hier steht noch mein Auto. Das habe ich hier vergessen. So, lass uns mal zu den Autorennen fahren. Können hier auch noch wachsam... Ah, da hinten. Hä? Das war doch gerade ein Bug. Weil den hatte ich doch eingesammelt. Ja, 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 ich habe doch hier keinen übersehen. Nee, nee, die hier habe ich alle. Ihr habt den doch auch gerade gesehen, oder nicht? Ich war trotzdem einmal mit dem Auto. Einmal hinten rum. Ah, guck mal hier. Den haben wir wahrscheinlich gesehen. Glück gehabt. Ja, hier kann man schon direkt eins. Boah, unsere ganzen Autos. Alter, wie viele wir hier stehen haben. So, ist der innen oder außen? Innen drin. Da war ein Grabstein. Habt ihr den auch gesehen? War dieser Grabstein schon immer da? Hallo? Ja, vermutlich. Ist hier drin was? Ey, kommt man gar nicht rein. Ah, guck mal an. Krass, es fehlen nur noch 5 Stück. Die Frage ist allerdings, jo, wo sollen diese 5 Stück noch sein? Weil gefühlt war ich mittlerweile jetzt schon überall. Wir können jetzt nochmal hier hinterfahren. Nee. Ah, da oben. Da ist einer versteckt. Nein! Nein! Ach komm, das Spiel ist abgestürzt. Ich mache jetzt mal Licht an. Boah, Alter. Bei mir ist es heute auch irgendwie mega kalt. Jetzt mal Real Talk. Zack. Meine Kapuze drauf, Alter. Leuchte, Paletto. Oh Mann, ey, bitte hab das... Ey, wenn ich jetzt wieder von Null anfangen muss. Ey, das wäre so mies. Das wäre so mies, Mann. Oh Gott sei Dank, es hat hier direkt gespeichert. Ich danke dir, Spiel. Ich danke dir so immens. Oh, da unten ist auch noch einer. Warte mal. Ah, ich nehme mal meine... Perfekt. 3 Stück noch. Wo könnten die letzten 3 sein? Hier haben wir eigentlich alles abgesucht. Im Grunde genommen im freien Gelände. Wir können hier noch mal ein bisschen scouten. Da hinter irgendwelchen Bäumen. Boah, Alter. Hier hinten. Ja, so weit sind wir doch zum Teil nicht gefahren. Leute, macht die Augen auf. Hier hinter. Nee. Mann, es fehlen nur noch 3 Stück. Oh, jetzt wird auch Nacht. Dann lass nach... Ah, warte, wir können hier im Container schlafen. Oder warte, das ist doch viel geiler. Warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt würde man die doch viel besser sehen. Die Kürbisse. Ja, ja, warte mal. Ich mach mal...
zumindest bei uns ein bisschen Licht an. Aber rein theoretisch sieht man die jetzt viel besser. Also hier ist definitiv keiner. Wo könnten sich noch welche verstecken? Da hinten! Als ob, guck mal, wie geil! Das war eine gute Idee. Das war, oh, Alter. Perfekt, den Kürbis kurz überfahren. Sehr geil, zwei Stück noch. Okay, wir fahren hier nochmal durch die Straßen. Immer schön links und rechts gucken. Nee, aber ich sehe hier keinen. Wir wagen hier mal einen kurzen Sprung. Hopp. Oh, oh. Nein. Nein. Oh, nein. Nichts passiert. Das hat, glaube ich, ein bisschen was gekostet, aber ist alles gut. Oh, warte mal. Könnte es vielleicht hier noch hinter? Nee. Die würde man ja auch irgendwie leuchten sehen. Hier. Jawohl. Zack. Einer noch. Irgendwo ist jetzt noch ein Kürbis. Das ist jetzt gefühlt wie die Nadel im Heuhaufen suchen. Ah, hier kommen wir nicht weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass noch hier irgendwo einer versteckt ist. Aber den würde man jetzt eigentlich auch easy sehen. Hier hinterm Stein. Ne. Junge, wo ist dieser letzte Kürbis? Bitte, Mann. Ich will doch auch dieses Event abschließen für das seltene Auto. Ich gehe jetzt nochmal schlafen. Zack, schlafen. Wo könnte der sein? Wo könnte der sein? Also hier glaube ich nicht irgendwo. Er könnte, was wir natürlich nicht gemacht haben, wir sind noch nie hier einmal hintergefahren. Nee, aber ich glaube halt nicht, dass er da drin spawnt. Das kann ich mir beim besten Willen halt einfach nicht vorstellen. Also ich kann einmal reingehen, aber das macht halt Real Talk keinen Sinn. Nee, nee, hier ist keiner. Hier oben auch nicht. Naja, und weiter hoch geht's auch gar nicht. Ist hier vielleicht noch einer irgendwo drin, wo wir nicht genau genug Oh, als ob! Hier um die Ecke. Jawoll! So, wir haben alle. Jetzt können wir uns das seltene Auto holen. Bitte was Geiles, bitte was Geiles. Wo war nochmal der Typ? Als ob. Mein Tank ist leer. Das hatte ich ja noch nie. Ohne Witz, mein Tank ist leer. Ah, aber da vorne ist er. Okay. Jetzt holen wir uns das Auto. Da ist der Super Bunny. Und wir holen uns unser hoffentlich super seltenes Auto in 3, 2, 1. Och nein! Das ist doch dieser Skoda, Alter. Ach Mann. Halt, das ist halt dieser super seltene Skin. Oh Mann, ich hab gehofft, dass wir so ein Ferrari oder so. Ach Mann. Ey Leute, ich hoffe so sehr, dass ihr mehr Glück hattet. Was habt ihr? Ich bin sehr gespannt, was ihr glaubt, was viele von euch getippt haben. Ob viele von euch geglaubt haben, dass wir so ein räudiges Auto bekommen. Es ist ja nicht räudig. Es ist an sich ja ein schönes Auto. Privat würde ich den fahren. Aber ich habe halt so gehofft, einer von den super seltenen oder zumindest von den seltenen. Ach so, ja gut, mit dem können wir nicht mehr fahren, weil hier ist sowieso der Tank ist leer. Leute, ich würde sagen, der Tank der heutigen Folge ist ebenfalls leer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, schallert gerne den Like rein. Schaut wie immer gerne auf paluten.shop vorbei. Morgen am 1. November ist ja der Drop vom Weihnachtsmini-Paluten 2.0 inklusive dem, kann man hier schon sehen, dem Adventskalender und auch der Mini-Mini-Eve-Reflektorjacke. Und ja, Leute, ey, fettes Dankeschön fürs Zusehen. Euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.